ernst. Ich möchte mal, dass auch die Kleeband oder vor allen Dingen ich, ernst und ernst und ernst und ich, was euch mit auf den Weg geben, was, ja, was wir euch wünschen, von ganzem Herzen wünschen. Erstmal Dankeschön, dass wir die Gelegenheit haben, hier heute unsere Wünsche für das kommende Jahr so medial zu verbreiten. Das möchte ich mal sagen, dass sie hier lebt mit seiner, mit seinem Klee-Tagebuch, MySpace-Seite, uns da sowas von gewaltig und liebevoll unterstützt. Dankeschön. Und auch dem Herrn Kameramann. Muss ich jetzt mal filmen. Das kann man ja wieder rausschneiden. Ja, danke. Das wollte ich jetzt hören. Ja, also ich finde schon, da kann man doch mal sich jetzt an der Hand halten. Ich will ja so eine kleine Kette machen. Ihr könnt den Kreis auch schließen. Habt ihr noch was in der Hand? Ihr könnt den Kreis abschließen. Ja, ich möchte sagen, Dankeschön für 2007. Für alle, die da waren mit ihren Ohren. Das ist ja für uns ganz wichtig, weil wir ja Musik machen. Mit ihren Ohren, mit ihren Augen, mit ihren Nasen und mit ihren Mündern und vor allen Dingen mit ihrem Herzen bei uns waren und wir bei euch sein konnten. Das war sehr schön dieses Jahr. Es ging viel zu schnell vorbei. Viel zu schnell, finde ich. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Stunden 2007, dann ist schon 2008. Und für 2008 wünsche ich uns und euch Gesundheit. Das ist wichtig. Auch ein bisschen Glück. Kann ja nicht mehr schief gehen. Mut. Das ist ein Kühlschrank, so immer. Und immer einen vollen Kühlschrank. Ja. Und dass wir uns ganz bald auch wiedersehen. Und, dass wir vor allem den Peter bald mal wiedersehen, der irgendwo zwischen Hamm und Datteln, ja. Nee, und Aachen hin und her fährt. Ja, immer stimmt. Hin und her. Natürlich heute mal wieder nicht da, Pele. Herzlichen Glückwunsch. Prost und frohes Neues. Ja, für Pele auch natürlich ein frohes neues Jahr. Und Olli auch ein frohes neues Jahr. Und Pese auch ein frohes neues Jahr. Patty und Dominik auch ein frohes neues Jahr. Und allen ein frohes neues Jahr. Einfach mal ein frohes neues Jahr. Und dass es nicht so schnell vorbeigeht wie das letzte Jahr. Dass es einfach ein bisschen länger dauert. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich gern eine Luftmatratze oder schmeiße sie raus. Okay. Ich versuch's nochmal aus.